Also ich empfinde das als, ja, als freundlich, als eben, wenn man hier reinkommt, das hat ja nicht den Charakter eines Altenheims, sondern es hat einen Charakter eines Hotels. Es macht Spaß, hierher zu kommen. Der Bewohner fühlt sich wohl, ne? Aber nicht nur der Bewohner, sondern auch die Mitarbeiter. Und das schätze ich so sehr. Ne? Kosan ist für mich der Betrieb, wo ich bis zur Rente arbeiten will. Der erste Eindruck, als ich hier in das Haus kam, war wirklich die hellen Räume, die tolle Atmosphäre. Ich habe gleich so einen tollen Empfang gehabt. Das Team war super nett und ja, die Bewohner sehr freundlich zuvorkommend. Ja, ich fühlte mich von Anfang an wohl hier. Pflege ist ein Miteinander. Pflege ist nicht nur eine Arbeit am Bett, sondern Pflege ist ein Miteinander, die Arbeit mit den Senioren und Pflegekräften zusammen. Hier ist es also so, dass man hier auch sich die Zeit nehmen kann, sich also den alten Leuten widmen kann und ja, man kommt immer was zurück. Das ganze Team war super freundlich, hat mich sofort aufgenommen. Es sind ja auch Tage, die mal nicht so gut laufen, wo es einem auch selber nicht gut geht. Ne? Man kann ja nicht einfach abschalten, das geht ja nicht. Ne? Und dann eben dieses, dass man das im Team besprechen kann und das finde ich gut. Die Arbeitsbedingungen sind optimal. Wir haben Lifte, um die Bewohner aus den Betten zu heben. Wir haben Badewannen, die wir rauf und runter fahren können. Also was mich persönlich betrifft, bin ich recht froh, dass mein Arbeitgeber hinter mir steht, dass ich in Teilzeit arbeiten kann, weil ich eben halt auch zwei Kinder habe. Und das miteinander in Einklang zu bringen, ist manchmal schon sehr schwierig. Aber mein Arbeitgeber steht da voll hinter mir. Es wird auch viel darauf eingegangen, wenn man mal irgendwas vorhat, dass man das halt eintragen kann, wird berücksichtigt. Als junger Mensch natürlich kann man das wirklich nur empfehlen. Und wenn so ein junger Mensch hier anfängt, der kann ja alles werden. Ich bin überzeugt davon, dass der Beruf Altenpflege ein Beruf mit Zukunft ist und auch immer wichtig ist. Ich habe halt Kursaner gesehen an der Straße, die bauen. Da mache ich die Ausbildung, da fange ich an. Ich bin seit 2008 hier bei Kursana als Pflegeassistentin angefangen und habe hier die Möglichkeit bekommen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Was mir am meisten Spaß macht, ist halt der Umgang mit den Menschen, die Erfahrung, die man sammelt von den Bewohnern, einfach auch die gute Tat. Also wer sich für den Beruf entscheidet, muss natürlich eine soziale Kompetenz mitbringen. Wichtig ist eine Zuverlässigkeit, ganz klar. Und man muss dieses Herz, sag ich mal, was man in solchen sozialen Berufen einfach auch am rechten Fleck haben muss, muss man eben gerade in der Altenpflege mitbringen. Das Ziel ist natürlich die individuelle Betreuung der Bewohner. Diese individuelle Betreuung lässt sich nur sicherstellen, indem man eben halt seine Mitarbeiter gut schult, gut anleitet und natürlich entsprechend ihren individuellen Kompetenzen auch gut einsetzt. Kursana betreibt eine Akademie, die für alle Berufsgruppen ein individuelles Fort- und Weiterbildungsprogramm anbietet. Man kann sich ja weiterbilden lassen zur PDL, Wohnbereichsleitung bis hin zur Direktorin. Also man hat im Grunde genommen alle Türen hier offen. Ich selbst habe als Pflegefachkraft bei Kursana angefangen, bin dann weiterqualifiziert zur Wohnbereichsleitung und konnte letztendlich mich sogar zur Pflegedienstleitung weiterbilden. Sie möchten uns näher kennenlernen? Dann kommen Sie gern vorbei. Wir freuen uns auf Sie und laden Sie herzlich ein, unsere Häuser zu erleben und sich mit unseren Mitarbeitern auszutauschen.